Wer im Wahlkampf auf der Strasse mit den Leuten in Kontakt kommt, macht ganz verschiedene Erfahrungen. Manchmal auch weniger gefreute. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin im vergangenen Wahlkampffilm mit meinem alten VW-Büsschen unterwegs gewesen. Dabei hatte ich viele gute Begegnungen, aber auch einige andere. Insgesamt bin ich etwa 30 Mal ziemlich primitiv angepöbelt worden. Was mir aufgefallen ist, der ganz überwiegende Teil von denen, die frech und unanständig geworden sind, waren Deutsche. Einige Mal habe ich mir von ihnen auch die Beschimpfung Nazi gefallen lassen. Es ist ja schon unglaublich, jetzt gibt es die SVP seit über 100 Jahren. Sie sitzt seit 90 Jahren in der Schweizer Regierung und hat immer all das verteidigt, was die Nazis zerstört haben. Und ausgerechnet Deutsche kommen heute in unser Land und sagen, wer ein Nazi ist und wer nicht. Beim Klassenverteilen ist eine kleine Schulklasse vorbeigekommen. Alles total aufgestellte Kinder, etwa 11- oder 12-jährig. Alle waren schwarz. Sie wollten eins von meinen Klassen nehmen, haben dann aber das Logo SVP gesehen und gerufen, oh nein, die SVP ist ausländerfeindlich. Ich habe ihnen gesagt, wir seien überhaupt nicht ausländerfeindlich, wo sie dann das eigentlich herhegen. Sie haben wie aus der Kanone geschossen, alle gleichzeitig geantwortet. Das haben wir in der Schule gelernt. Um Himmels Willen habe ich gedacht, da kann man sich wirklich vorstellen, was die für linke Lehre haben. Und es ist nicht das erste Mal, wo mir das passiert ist. Auch an Schulwahlpodien haben mir Schüler immer wieder gesagt, sie hätten gehört, die SVP sei ausländerfeindlich. Es ist schon krass, wie unsere Volksschulen für völlig unterirdische politische Propaganda missbraucht werden. Einmal im Wahlkampf bin ich mit einem eingebürgerten, älteren Südeuropäer ins Gespräch gekommen. Er war ein leidenschaftlicher Befürworter des allgemeinen Mindestlohns und hat gefunden, man sollte viel stärkere Gewerkschaften haben. Er fände es auch ungerecht, dass bei uns die Gutverdienenden nicht viel mehr für die Krankenkassen zahlen müssen als die weniger Betuchten. Es ist ja schon eigenartig, habe ich ihm gesagt. Da kommen sie aus dem wirtschaftlich ramponierten Süden, wo übrigens nicht zuletzt Gewerkschaften kaputt gemacht haben, um in der Schweiz ein besseres Leben zu führen. Und was machen sie? Sie wollen genau den dort verheerenden Sozialismus auch bei uns einführen und auch unsere Wirtschaft noch kaputt machen. Das, meine Damen und Herren, ein paar Geschichten, die ich im Wahlkampf erlebt habe. Apropos Gewerkschaften, hier noch das Gedicht von der Woche. Ein Gewerkschafter, ganz fett und rund, der fühlt sich einfach nicht mehr gesund. Er sei müde, wird immer matter und gespürt im Herz ein Gewaltgeflatter. Der Arzt sagt ihm, sei guter Mann, sie müssen einen Herzschrittmacher haben. Noch ist für sie nicht alles zu spät. Wenn sie der Schwarz oder der Rot, der Gewerkschafter schreit, ob's noch geht, er nehme sicher nur der Rot, weil der ihn nie im Stich je lässt. 35 Stunden ihr Woche schlot. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Ausgabe. Auf Wiedersehen.